Erstmal schönen guten Tag. Ich hoffe, dass man meine Stimme verstehen kann. Ich glaube, die war passend zum Spiel. Es war sehr emotional, das Spiel. Wir wussten, dass bei uns natürlich sehr viel Druck auf dem Kessel im Moment ist, aufgrund der ersten beiden Niederlagen in diesem Jahr. Und wir wollten heute zeigen, dass Hamburg von der Einstellung her, von der Mentalität her, das keine Eintagsfliege war, sondern dass wir gesagt haben, dass die Jungs verstanden haben, um was es geht. Und ich kenne Herrn Rüdiger schon ein bisschen durch unseren gemeinsamen Fußballlehrerlehrgang. Und wenn man ihn kennt, wie er seine Mannschaften immer einstellt, mit welcher Disziplin, mit welcher Ordnung und mit welcher Aggressivität. Ich glaube, das war mir schon bewusst, was heute auf uns zukommt. Vom Spiel, wir sind ganz gut reingekommen, haben die erste Großchance, wo du in Führung gehen kannst und auch musst. Dann haben wir ein bisschen den Faden verloren, haben das Mittelfeld zu fahrlässig hergegeben. Und dann war dann so, dass Wehen mit einem sehr, sehr guten Umschaltspiel uns vor große Aufgaben gestellt hat. Wir natürlich auch einen gut aufgelegten Torwart hatten. Da hättest du dann in Rückstand gehen können. Dann haben wir gute Viertelstunde vor der Halbzeit ein bisschen besser in den Griff bekommen. Haben dann auch nochmal Gelegenheiten gehabt, gehen dann durch Simon Zoller dann auch in Führung. Und in der zweiten Halbzeit war es dann so, dass natürlich Wehen alles nach vorne geschmissen hat, mit vielen langen Bällen versucht hat, uns das Leben schwer zu machen. Das ist auch fast gelungen und heute war, glaube ich, das Spielglück auf unserer Seite, sodass es mir auch heute egal ist, ob die Art und Weise, wie wir vielleicht spielerisch manche Dinge gelöst haben, ob die jetzt gut war oder vielleicht nicht so gut. Für uns zählen die drei Punkte, die waren immens wichtig und ich glaube, auch nochmal vielen Dank an unsere Zuschauer, die so zahlenmäßig von Bochum den Weg auf sich genommen haben. Und wir haben auch gesagt, wir können es nur gemeinsam unser Ziel erreichen und das ist definitiv drei Mannschaften hinter uns zu lassen. Danke. Ja, ich glaube, sehr, sehr gut analysiert von Thomas. Ich kann da auch nicht viel dazu fügen. Ja, ich glaube, die erste Situation war auf Seiten der Bochumer. Dann haben wir das Spiel unter Kontrolle gekriegt, müssen in Führung gehen. In der Phase haben sehr, sehr viele Gelegenheiten, viele Eckbälle. Das ist uns nicht gelungen und dann kurz vor der Halbzeit haben wir so ein bisschen das eine oder andere Geschenk verteilt, waren im Zweikampf nicht mehr ganz so präsent. Dann hoffst du, dass du eigentlich über diese Situation oder über diese Phase hinauskommst. Das ist uns nicht gelungen. Sind wir mit 0-1 in Rückstand gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir alles versucht, sehr, sehr viele Situationen uns erarbeitet. Einerseits mit langen Bällen, andererseits viel über die Außen auch immer wieder gefährlich reingekommen. Viele Situationen gehabt, auch wieder viele Eckbälle gehabt. Konnten leider diesen Ausgleich heute nicht machen oder diesen Treffer heute nicht machen. Und deswegen tut es uns heute extrem weh. Ja, wir sind hart getroffen, weil wir eigentlich eine gute Leistung gebracht haben und uns selber nicht belohnt haben dafür. Wir haben den Gegner extrem gut und aktiv angelaufen, wir haben sie attackiert, wir haben versucht, offensiv Szenen zu haben. Ich glaube nicht, dass wir in dieser Saison schon so viele Torchancen hatten wie heute. Und deswegen werden wir darauf auch aufbauen. Aber heute oder jetzt im Moment tut es der Mannschaft, tut es mir, tut es uns allen sehr, sehr weh. Aber das gehört dazu zum Fußball und das haben wir auch schon oft ertragen. Und wir werden diesen Schmerz heute ertragen, wir werden ihn hinnehmen und werden morgen wieder mit Vollgas aufstehen und wissen genau, dass wir einen extrem langen Atem brauchen bis zum Ende der Saison. Ja, der Marathonlauf geht weiter, ja, die Etappe heute haben wir verloren, aber das heißt noch nicht, dass wir in irgendeiner Art und Weise uns jetzt Köpfe senken, sondern wir gehen mit Vollgas weiter. Wir haben uns hervorragend entwickelt und jetzt geht es darum, einfach diesen Nackenschlag, den wir heute erlebt haben, einfach wieder zu verarbeiten mit den Schmerzen, die wir heute haben und morgen dementsprechend wieder den Kopf nach oben zu nehmen und wieder mit Vollgas voraus und in die nächste Woche rein. Danke.